Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Was ist los mit ihm? So heißt dieses Legesystem. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Liebe Melina, ich grüße dich. Deine Frage ist selbstverständlich: Was ist los mit ihm? Ich starte mit Astrologie. Er ist in ein Halbmondtag geboren. Sein Sonne ist im Stier nach indischen Berechnung, sein Mond ist im Löwe. Ein Halbmond ist schön, aber Spannung. Das kann von seiner Kindheit kommen, weil Sonne symbolisiert der Vater, Mond symbolisiert die Mutter und Löwe-Mond ist eine sehr dominante Mutter und der Vater ist eher bequem und er braucht den Mittelpunkt. Und ein Halbmond bedeutet auch, dass etwas fehlt, ein Element fehlt. Bei ihm ist es die Luftelement, die Leichtigkeit, außerdem die Kommunikation. Wobei er kann das ganz gut ausgleichen, weil er hat einen ganz starken Merkur. Merkur befindet sich in sein Geburtshoroskop in Zwillingen, wo sich wohlfühlt, weil Merkur herrscht über die Zwillinge. Ich könnte sagen, hier ist Merkur zu Hause und die Zwillinge ist Luftelement. Also die Kommunikation, seine Begabung, das hilft ihm, dieses Luftelement, was von seiner Natur aus fehlt oder von der Erziehung, von seiner Kindheit aus fehlt, ganz gut ausgleichen. Er hat karmische Themen und das ist die Wasserelement. Und Wasserelement symbolisiert die Gefühle. Erstens, weil der Schicksalsplanet Saturn, was auch die Karma hütet, befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Das ist hier seine Lernaufgabe, was die Tierkreiszeichen Fischen vermittelt. Das Vertrauen, Vertrauen, das Fluss des Lebens. In diesem Stammbild gibt es zwei Fischen im Wasserelement. Also handelt sich eigentlich um unseren Gefühlen. Die eine Richtung ist die Angst, die Zweifel und Selbstmitleid und die andere Richtung ist das Vertrauen. Außerdem Neptun wirkt auch hier in Tierkreiszeichen Fischen und zeigt unseren Träumen, unseren Visionen das Vertrauen. Und das, was er lernt, und es zeigt nicht nur Saturn, der große Lehrmeister, sondern hier befindet sich bei ihm die aufsteigende Mondknoten Rahu. Das ist eine karmischen Knoten, ein Schicksalsweg, was seine Seele ausgesucht hat, weil er das braucht, weil ihm das befreit. Und das ist hier in Tierkreiszeichen Fischen. Beides, auch Saturn, auch die aufsteigende Mondknoten Rahu, befindet sich im Mondhaus Revati. Revati ist das letzte Mondhaus und vermittelt etwas zu Ende bringen, was er im früheren Leben nicht geschafft hat. Und das bezieht sich auf seine Gefühle und liebe Partnerschaft. Das lernt er im Hand zu nehmen, zum Ende bringen. Das ist die Vollendung und das, was ihn glücklich macht, das, was ihn auch befreit. Sein Mars, sein Venus und auch seine Sonne befindet sich im Stier. Mars, Venus ist die beiden Liebesplaneten. Und seine Sonne ist sein Wesen und symbolisiert auch sein Vater. Und bei Stierenergie ist wichtig, die Erde-Element, das im Tat umsetzen. Stier neigt aber dazu, etwas festzuhalten.
bequem zu sein, aber liebt das Leben, möchte das Leben genießen und das, was er sucht in die Liebe, Partnerschaft. Und jetzt zu diesem Legung. Hier in die Mitte befindet sich ein Kreis und das symbolisiert unserem Inneren. Das besteht aus Denken und Fühlen. Ich betone das immer wieder, wie wichtig das ist, darauf achten, weil dadurch entsteht unserem Energiefeld. Das schützt uns. Außerdem hat eine andere Funktion auch. Das ist unserem Anziehungskraft. Und es gibt ein Gesetz, eine von den wichtigsten hermetischen Gesetzen, Gleiche zieht Gleiche an. Das, was er ausstrahlt, genau das zieht er auch an. Und das kommt von seinem Inneren, von seinem Denken und Fühlen. Wir betrachten erstmal seinen Gefühlen. Diese Kelchen hier symbolisieren das Wasserelement. Und Wasserelement steht in Verbindung zu unseren Gefühlen. Also hier handelt es sich um seinen Gefühlen. Dieser Tal, das nenne ich immer wieder mal der Tal der Tränen. Das sind die Erinnerungen. Das kann karmische Erinnerung sein, Kindheitserinnerung oder all das, was er in den vergangenen Jahren erlebt hat, ist voller Tränen. Hier fließen die Tränen. Und da muss diese Traurigkeit, diese Tränen verlassen. Ist auch auf dem Weg, ist er dabei. Seinen Gedanken zeigt hier dieses Bild wieder die Kelchen. Also es handelt sich um seinen Gefühlen. Und dieses Bild symbolisiert seine Kindheit, seine Erinnerungen. Und da ist eine gewisse Nostalgie dabei, aber auch sehr viel Traurigkeit. Wie steht er zu dir? Wieder die Kelchen. Und hier handelt es sich um Gefühle. Ihr habt Gefühle füreinander. Die Zahl 4 bedeutet die Grundbedürfnis nach Sicherheit, Stabilität, Struktur. Das bietet sich auch an, aber ihr macht zu. Entweder er oder du oder ihr beide. Ihr traut das nicht anzunehmen. Ich vermute, dass das so ist, dass du immer wieder handelst, du bietest es ihm an und er schaut weg, macht komplett zu. Und das macht die ganze Beziehung schwierig. Wie ist die Liebe zwischen euch beiden? Die Sternenhimmel zeigt Glück. Aber bedeutet auch, das ist im Sternen geschrieben. Es ist kein Zufall, diese Begegnung, wenn überhaupt Zufälle gibt. Wie handelt er? Er braucht erstmal den Sieg. Hier im Hintergrund zeigt seine Umgebung oder seine Vergangenheit, das ist ein Kampf. Er muss es erstmal, dieses Schlachtfeld, verlassen. Und er möchte hier diesen Sieg haben. Anerkennung, Bewunderung. Wirst du mit ihm Glück haben? Dieser Rat symbolisiert die Schicksalsrat. Wieder ein Hinweis, so wie hier auch, das ist vorbestimmt. Das ist geschrieben im Schicksalsbuch. Es ist kein Zufall. Oder ich könnte sagen, das ist eine seelische Verbindung zwischen euch beiden oder eine karmische Liebe. Es ist vertraut. Aber er soll das auch annehmen. Und es braucht Zeit, weil diese Karte zeigt die 4 Jahreszeiten auch. Und das bedeutet bis ein Jahr, bis sich das alles entwickelt. Das bedeutet nicht, dass du ein ganzes Jahr warten musst, bis das sich etwas verbessert. Aber bis ein Jahr ist das alles rund. Was ist seine Lernaufgabe? Dass er handelt. Dass er mutig ist, dass alles im Griff bekommt, was ihn begeistert. Immerhin ist das hier die Feuerelement.
Und was ändert sich bei ihm? Er wird handeln. Er schaut in die Richtung, was ihn begeistert. Und diese Liebe zu dir begeistert ihn auch. Da ist auch Leidenschaft dabei. Und was ist sein Traum? Dass dieser Kampf, diese Herausforderung, und das ist hier auch sichtbar, das hat er, entweder einen inneren Kampf oder, was ich eher vermute, dass das Menschen gibt in seiner Umgebung, die ihn angreifen oder sein Leben schwer machen. Das möchte er zu Ende bringen und als Sieger aussteigen. Und zwischen euch beide, wie entwickelt sich das? Das ist noch Arbeit. Ihr braucht noch Geduld. Die Zahl 8 heißt Höhen und Tiefen, ein Hin und Her. Er kann momentan dir diese Stabilität nicht geben, weil er befindet sich noch in diesem Kampf. Aber wenn sich das alles beruhigt hat und hat Arbeit und finanzielle Sicherheit, dann stabilisiert sich in eurer Liebe etwas. Ich befrage jetzt mein Pendel. Liebt er dich? Werdet ihr zusammenkommen? Ja, nein oder vielleicht? Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ihr kommt zusammen, er liebt dich. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet nein, das passiert nicht. Wenn die Pendel stehen bleibt, bedeutet, wir lassen das alles stehen, es ist noch alles ungewiss. Also erstmal bleibt stehen, weil er hat noch Themen und du brauchst mit ihm noch Geduld, zeigt diese Karte auf. Und langsam, langsam bewegt sich alles in deine Richtung und eröffnet sich. Liebe Melina, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.